Hallihallo und willkommen zur 26. Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Und ja, wir stehen direkt vor unserer ersten Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war natürlich eine Partie, die es quasi auch mal direkt in sich hatte. Denn Gladbach natürlich nicht nur auf dem Papier eigentlich die stärkere Mannschaft, sondern auch neben dem Papier, ich weiß es nicht. Ja, wir gucken vor allem auf diese Statistik hier gleich, die gleich eingeblendet werden wird. Und dann werdet ihr sehen, wieso ich das meine, dass Gladbach durchaus als die stärkere Mannschaft angesehen werden kann. Denn Gladbach ist erstens mal auf dem zweiten Platz. Und zweitens sehen wir gleich auch noch, dass Gladbach dann auch noch gleichzeitig die beste Abwehr der Liga stellt. Und das sind natürlich zwei Statistiken, die durchaus für Gladbach sprechen. Aber es geht so los. Erste Aktion dieser Partie und Drimmitsch völlig, und mit völlig meine ich völlig übertrieben, gegen seinen Jansmann Janko, den wir ja jetzt haben, der ja bei uns jetzt hinten rechts verteidigt. Und was zum Teufel fällt Drimmitsch da überhaupt ein? Ja, ich weiß nicht, wie genau er sich das erklären kann oder wie er das erklären will an alle Presseleute hier. Ich habe keine Ahnung, wie er das erklären will. Völlig übermotiviert kommt er hier von hinten reingerauscht und trifft dann den guten Janko. Dann hatten wir unsere erste dicke Chance hier durch diesen Weitschuss von Petersen. Auch die zweite Chance dann gehört nach uns. Nochmal Simon gegen Sippel im Tor, aber es blieb beim 0:0. Und das bis zur 70. Minute, denn ich habe keine Chancen mehr. Dann bekommt trotz Überzahl, ich meine, es ist auch ein Stürmer rausgeflogen, aber trotzdem. Und dann Traoré mit diesem Solo. Und Martinha hält uns im Spiel. Aber jetzt war Gladbach heiß. Und jetzt wollten sie mehr. Nächste Aktion. Oskar Wendt, Pfosten, Martinha rücken. Und dann hat ihn Martinha. Und ja, wer dachte, jetzt ist die Situation bereinigt, der muss sich hier aber mal ganz gewaltig täuschen. Denn plötzlich sieht Janko, der vorhin noch unser Held war, weil er Drimmitsch so provozieren konnte, dass er die Rote gekriegt hat. Jetzt gibt's Gelb für Janko und jeder fragt sich, was ist passiert. Und ich weiß es selbst nicht. Ich habe versucht, den Ball zu klären und dabei hat er, wieso auch immer, an die Strafraumkante den Spieler gewechselt. Ja. Und hat dann entschieden, es gibt Elfmeter, aber Raphael schießt ihn drüber. Das war natürlich die Riesenchance, in der 89. Minute hier in Führung zu gehen. Nachspielzeit. Erste Minute der Nachspielzeit. Nochmal Raphael, aber auch der ist nicht drin. Und damit war das Ganze eigentlich schon entschieden. Oder etwa nicht. Einen Angriff hatten wir noch. Nochmal Petersen. Und den wollte ich jetzt natürlich ausspielen, diesen Angriff. Philipp legt den nicht den Ball zurück. Wieder Petersen. Und der hat viel zu viel Platz. Viel zu viel Platz in der Mitte und trifft zum 1:0 in der vierten Minute der Nachspielzeit. Also wir sind hier 70 Minuten in Überzahl. Gladbach verschießt einen Elfmeter und ja, dann ist das Ding gegessen durch einen Treffer in der 94. Minute durch Nils Petersen. Also beschweren darüber werde ich mich natürlich nicht. Es ist zwar, ja, wahrscheinlich hätte es verdientere Siege geben können am Ende als den, aber es soll mir egal sein. Direkt die nächste Partie gegen Augsburg verlieren wir dann leider Gottes 1:0 auswärts simuliert. Dann geht's weiter, direkt nochmal simulieren zu Hause gegen Dortmund und ja, geht doch. Petersen 1:0, Heimsieg gegen den BVB, den Tabellenführer. Also ja, wir sind Licht und Schatten bei den Simulationen, was natürlich immer eine feine Sache ist. Und ich kann mich über die Ergebnisse nicht beschweren. Das 1:0 spät gegen Gladbach, dann das 1:0 gerade gegen Dortmund. Und so geht's für uns weiterhin immer weiter weg von den Abstiegsplätzen. Und das ist ja schließlich immer noch unser Hauptziel. Ja, dann ging es in die nächste Partie. Auswärts gegen den ersten FSV Mainz 05. Auswärts ist ja eigentlich unsere große Stärke. Und deshalb habe ich mir ja auch gedacht, bei dem 1:1 auswärts, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was riskieren. Wir gucken auf die Tabelle und sind nach einem ordentlichen Saisonstart mittlerweile bei einem sehr ordentlichen Saisonstart, denn wir sind auf Platz 5 mittlerweile. Und diesen Platz wollen wir dann natürlich jetzt verteidigen. Allerdings die erste Chance in der 42. Minute, eine Konterchance für die Mainzer und die spielen sie nicht hundertprozentig gut aus.
Denn im letzten Moment können wir den Ball noch hinten raus klären. Das war die erste große Chance der Partie, die aber dann nicht reingeht. Dann aber unsere erste Gelegenheit. Leroy Sané. Und ganz hinten ist der Mann der Stunde, Nils Petersen. Also was der zurzeit anfasst, das geht klar, das gelingt. Und ja, dem verdanken wir zurzeit vor allem unsere sehr, sehr gute Platzierung. Gute Vorarbeit von Sané. Und hinten schraubt sich Petersen dann hoch. 70. Minute, dann diese Chance wieder über Simon. Und dann ist Griffo nach vorne durchgelaufen. Und das muss die Entscheidung sein. Aber Karius pariert. So bleibt Mainz natürlich im Spiel. Und durch solche Fehler sind sie dann auch ganz schnell wieder in der Partie. Dele mit dem Fehler. Und dann kommt der Ball da ganz durch. Aber knapp vorbeigeschossen. Nachspielzeit wurde es diesmal der Lucky Punch für unseren Gegner. Mainz mit der letzten Aktion der Partie. Die Flanke kommt nochmal herein. Und in der Mitte dann in Nachschusschance. Und Martinia kann diesen Weitschuss Gott sei Dank parieren. Und dann geht der Ball daneben. Also, diesmal sind wir im Glück. Ja, haben wir einfach wieder Glück. Denn der Ball geht also nicht rein in der letzten Sekunde. Sondern wir können uns Gott sei Dank damit abfinden, dass wir halt ja kein Gegentor kassieren, sondern wunderbar den nächsten 1-0-Sieg einfahren. Also ihr seht schon, die Siege alle in dieser Episode sind sehr, sehr, sehr minimalistisch. Ich glaube, alle vier Spiele in dieser Episode sind, ja klar, alle vier Spiele in dieser Episode sind 1-0 ausgegangen. 3 davon zu unserer Gunsten und 1 zugunsten vom FCA. Und ja, also wie gesagt, alles sehr, sehr minimalistisch. Meine Abwehr steht, mein Angriff könnte sich bessern. Allerdings, Petersen trifft relativ, wie er will und macht ganz wichtige Tore. Und von daher möchte ich mich nicht beschweren, dass es dann in die nächste Partie geht. Und zwar zu Hause gegen den HSV. Nach unseren sehr, sehr guten letzten Ergebnissen also, konnten wir jetzt natürlich auch ein bisschen weiter nach oben schielen. Das muss man natürlich auch ganz offen so sagen, dass wir zumindest zu diesem Zeitpunkt durchaus ja, da oben festgewachsen sind, sollten die Ergebnisse auch in Zukunft weiter so stürmen. Wir gucken auf die Tabelle, sind immer noch Fünfter, 8 Spiele und sehr souveräne, was waren das, 15 Punkte oder so aus dem Dreh, da möchte ich mich sicherlich nicht beschweren. Wir mussten aber gegen den HSV ran, meistens ein relativ ausgeglichenes Spiel und die bekommen die erste Chance und dann ist es ausgerechnet von allen Spielern, Sakai, ja, der Linksverteidiger, der hier das 1-0 macht, oder Rechtsverteidiger, weiß ich nicht, wo er bei Hamburg spielt. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit, 90. Minute. Hamburg hat die Chance auf 2-0 zu erhöhen, aber Martin ja verhindert. Damit bleiben wir natürlich in der Partie in diesen letzten Sekunden, wenn man so will, aber ja, Partie ist schon wieder vorbei. Wieder ein 1-0 und diesmal verlieren wir es wieder. Also 5 Spiele in dieser Episode. 5-1-0, 3 Siege, 2 Niederlagen und wir verlieren durch eine Partie, in der Sakai das einzige Tor macht. Das ist natürlich, kann auch nicht jeder von sich behaupten, aber gut, ja, 5-1-0 in der Episode, wird es hoffentlich auch nicht mehr so oft geben, aber naja, wir stehen gut da. Wenn es dir gefallen hat, bewerten nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, tschüss.